So, dann geht's weiter. Quicksave. Und von hier aus, wenn wir noch ein kleines Hütchen, Lager ansteuern. Und dann von dem Lager werden wir an der Hauptbasis vorbei zum dritten Ingenieur hin flattern. Jetzt muss man aber erstmal aufpassen, dass wir nicht sterben auf dem Weg zu Marco. Okay, und kein Schwund, ne? Ja, auf den anderen Schwierigkeitsgraden, also selbst der vorletzte Schwierigkeitsgrad Hardcore, da ist es nicht so schwer, die Türme und die Gegner wegzumetzen. Da geht das alles relativ geschmeidig, aber puh. Wahnsinn ist echt Wahnsinn. Plündern. Blablabla. Koordinaten für das zweite Lager. Mal rüberheizen. Dort gibt es insgesamt, ich weiß nicht, 16 Granaten oder so. Das Lustige ist, ich habe noch nie mehr als 10, als 9 tragen können. Also weiß ich nicht, was das Ganze soll, dass da so viele Granaten zu looten sind. Granatos. So, das auch ausgeklärt und dann machen wir uns, wie eben gerade schon gesagt, an der Hauptbasis vorbei zum dritten Ingenieur hin. Und wenn wir den dritten Ingenieur gefunden haben, müssen wir zum dritten Antrieb hin und den ausschalten. Und dann können wir endlich in die Hauptbasis rein. Ah, und dann geht die Scheiße los. Wobei der dritte Antrieb auch schon recht haarig werden könnte. Oh, das ist ja interessant. Auf den unteren Schwierigkeitsgraden, da sind die anderen Teile nicht aufgegangen. Okay. Interessant. Sie nähern sich der Sektorgrenze. Sie werden gleich zurückbeordert. Ja. So, dann hier hoch wieder. Jetzt müssten wir hier irgendwo was finden. Ah, da ist er. Montoya. So. Oh, ein Bioverstärker. Damit müssten wir alle. Ja, genau. Verschollene Ingenieure ist erfüllt. Alle dead. Okay, dann gucken wir uns noch den Bioverstärker an, den wir da gerade gefunden hatten. Okay, der ist schlechter.
Hier noch hin zur Station, wo der Forscher dran war. Fußabdrücke zeigen nach Osten. Ja, ja, da haben wir ihn schon gefunden. Crossfire, nö. So. Raus hier, Leute. So, und dann erledige ich die mal. Werfen, Singularität und Waffen zerstören. Oh. Puh. So, okay. Machen wir einen Quickie. Oh, Quickie. Und dann auf in die zum dritten Antrieb. Der könnte auch schon wieder ein bisschen knackiger werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie immer rundherum von Türmen beschützt. Aber die ignorieren wir einfach mal wieder. Und rein. Zack. Okay. Quicksave. Top. Positionieren wir euch. Was macht ihr denn da? Der Knockback. Das Thema Anfall. Geil. Ich nenne es Batarianer-Tennis. Nein, nicht in die Wand. Ihr Idioten. Klasse. Naja, solange wir den Antrieb abschalten können, kann uns das ja egal sein. Sieht gut aus. Gut aus. Rotz. So, ja. Oh,
eigentlich, wir können speichern, gut. Da wir jetzt eine Dialogoption kriegen, sieht man den jetzt? Genau, hier unter uns. Sind ein paar Leute, mit denen man verhandeln kann. Wenn man es tut und die dazu überredet, den anderen Batterianer zu, ja, verraten nicht, aber einfach abzuhauen, dann kriegt man Paragon-Punkte. Und bleiben Sie da stehen! Das hier muss nicht in einem Blutbad enden! Und wenn man das macht, was ich mache, gibt's Renegade-Punkte. Singularität? Oder? Lass sie kommen! Mensch, Liara. Mensch, Liara, bist du aus Butter? Das ist clear. Leute, ihr schießt da schon wieder in die Wand rein. Oh, und wir haben nichts zum Heilen da, das ist schlecht. Thank you.
ob wir hier. Ah, hier haben wir, glaube ich, schon. Kann halt nicht auf Medipacks. Sorry, Leute. Ganz schön haarig ohne Heels. Theoretisch soweit und könnten in die Hauptbasis gehen. Aber ohne Heals. Das wird richtig eklig. Richtig. Ah nee, warte mal, zum Eingang der Basis. Am Eingang der Basis. Oh. Gibt es Medipacks und Granaten, wenn ich mich recht erinnere. Okay, Antrieb ist aus. Superb. Ja. Dann werden wir mal rein. Hauptbasis. Zack. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange wir Zeit dort haben in der Hauptbasis mit der Mission. Hallo? Hallo? Türmis? Nicht explodiert. So, aufladen. Zwei ganze Medigel. Klasse. Okay, Leute, jetzt schon Medigear verwenden. Gehen wir mit vollen Energiepunkten rein. Liara, du machst erstmal Sniffer.
Oh, come on! Ich bin extra hier hochgelaufen. Oh, wo ist der denn hin? Ah. Kann ich auch mal zum Sniper wechseln? Oh, hinter uns. Oh, verdammt. Immer noch am Leben. Hä? Aufs Weg, Tavi. Oh. Shotgun? Ich nehme auch Shotgun. Oh, Leute, 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 careful! Oh. Noch eine Sonne. Drohne. Oh, runter. Anlegen. Hinter uns, Leute. Oh, die Polonium-Munition ist besser. Welche Überraschung. Kommt ihr? Gut. Oh.
kommt hier, Leute? Mossäge zu sehen. Hier noch einer drin? Nicht? Scheiße, den haben wir noch irgendwo einen übersehen. Klasse. Eine Aufladung für den Arsch. Doch, jetzt kommt er. Furnace. Mehr Ärger, als ihr wert seid. Lassen Sie die Geiseln gehen. Dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde sterben. Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Die Batterianer haben sich vom Rat abgewendet. Es war doch klar, was dann passieren würde. Wir haben uns nicht abgewendet. Wir wurden gezwungen, auszutreten. Und ihr feigen Menschen versucht nur, euch hinter dem Rat zu verstecken. Ihr seid schuld. Sie und ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Darum haben wir euch auf Elysium angegriffen. Darum mache ich das. Ihr habt uns doch in Zugzwang gebracht. Ihr habt uns zuerst angegriffen. Als wir zurückschlugen, seid ihr feige weggerannt und habt den Rat um Hilfe gebeten. Als ihr die nicht bekamt, habt ihr euch versteckt. Niemand anderes als ihr selbst tragt die Schuld. Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn sie wollen, dass ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten sie zur Seite treten. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn sie ihre Freunde retten wollen. Pernis. 2 Minuten! Shit. Das ist natürlich sehr knapp. Ja. Man sieht ihn wieder nachher auf Mass Effect 3. Auf der Citadel, wenn man ihn hier nicht tötet. Okay. Okay, wenigstens wird er hierbei angehalten. So, dann zurück. Ey, das ist wirklich. Hohoho. 2 Minuten. Auf den anderen Schwierigkeitsstufen hat man, was weiß ich, 9 oder 6. Oh. Oh.
jetzt kann nichts mehr passieren. Hoffentlich. Headshot. Oh, safe. Er ist verschwunden. Das seine Richtigkeit? Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit ihrem Team? Ich ließ Ballack gehen, damit er sie nicht in die Luft jagt. Wenn es ihnen nicht gut geht, wird er ein kurzes, unglückliches Leben haben. Sie haben ihn gehen lassen, um sie zu retten? Ist das... Werden sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Ja, das könnte er. Ballack schien mir praktisch veranlagt zu sein. Praktisch, aber hartherzig. Wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, wären Miss Bowman und alle anderen Terroristen sicher längst tot. Aber ich werde keine Leute opfern, die zufällig zwischen mich und mein Ziel geraten. Und wie geht es jetzt weiter? Die Bösen kommen davon? Ballack ist heute davongekommen. Aber wir werden ihm morgen auf den Fersen sein. Und übermorgen. Und auch überübermorgen. Ich, meine Crew und jede andere Crew der Allianz. Er wird wegrennen und sich verstecken. Aber irgendwann muss er sich zeigen und dann schnappen wir ihn uns. Die Bösen kommen nie davon, Simon. Nicht solange die Guten nicht aufgeben. Verstehe. Gut, dass ihr hinter mir her seid. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit, zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sie. Sie haben es sich verdient. Leichte Menschenrüstung. Das müsste ja jetzt Liara. Ich könnte wirklich eine leichte Rüstung gebrauchen. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Ja, alle. Jedenfalls Ihre Leichen. Oh, verstehe. Nun denn, ist wohl besser so, als im Ungewissen zu sein. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. Oh ja, Colossus X. Superb. Speicher, da wollen wir die mal rauslassen. Die Geizeln. Unglaublich, dass sie Ballack gehen ließen, um uns zu retten. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass sie uns sterben lassen. Ein Paar zum Wohle aller Opfern. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batterianer. Außerdem wird Ballack nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Ach so? Er kann nicht ewig weglaufen. Tja, jetzt klingen sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. Ich wünschte, ich hätte ihn auch retten können. Es war nicht ihre Schuld. Sie haben getan, was sie konnten. Wenigstens ist Aaron an einem Ort gestorben, den er liebte. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ja, gewissermaßen. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Jojo. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Shepard. Commander Shepard. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Es ist egal, was man da auswählt. Selbst wenn man Spectre wählt, dann sagt sie genau das Gleiche. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß das zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen. Diese Dialoge...
So, ja, damit wären wir eigentlich fertig mit Bring Down C-Sky. Werden wir erstmal Liara noch die tolle Rüstung geben. Yes. Warte mal, ich müsste die 9er haben, genau. 70. Wie gesagt. Achso, weil es eine leichte ist. Alles klar. Alles klar. Speichern. Speichern. So, und dann wollen wir mal runter von diesem Felsen.